Hallo meine lieben Crime Cats und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt euch erholt vom letzten Fall mit der Lacey, wenn man sich überhaupt von sowas erholen kann. Und entschuldige mich nochmal, dass es noch nicht ganz so perfekt war, das Video, aber ich glaube, ihr seht mir das nach. Es wird besser und besser und besser. Ja, und zwar habe ich ja angekündigt, dass es ein Überraschungsfall wird. Und zwar nehme ich mich dem Watcher an, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, auf gut Deutsch. Ich habe Themenbereiche, die ich abdecken möchte, und dieser Fall hier, der geht genau in den Themenbereich rein. Wie viel Wahrheit steckt wirklich in Filmen und Serien, wenn da steht, nach wahrer Begebenheit? Ich bin dann immer jemand so, wenn ich das so sehe, wird eingeblendet, gucke ich ganz schnell nach, wie viel ist denn da an Wahrheit drin? Zum Beispiel Pfand benutzt, und das habe ich so gefühlt, jeder zweite Film mittlerweile, da steht nach wahrer Begebenheit. Und dann schaue ich halt immer nach, stimmt das oder ist das einfach nur so ein, ja, so ein Mittel zum Zweck, dass die Leute dann doch, oh, ist passiert, ne, muss ich mir unbedingt angucken, bin ja auch so, ich gebe es ja zu. Und oder man möchte dann wissen, inwieweit hat der Regisseur das Ganze überhaupt nochmal verändert. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, die zweite Kategorie ist, dass ich hier auch dem Jahrestag des Mordes gedenken will. Genau vor 51 Jahren, am 9. Warte, das ist jetzt doof, Mist. Wahrscheinlich muss ich wieder schneiden. Nein, das tut mir leid. Ich war jetzt aus dem Konzept. Genau vor 51 Jahren fand der Mord halt statt. Und ja. Eine Triggerwarnung, also erstmal eine Spoilerwarnung. Wer die Serie nicht kennt, The Watcher von Netflix, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr jetzt vorher schon Fakten wollt oder ob ihr sagt, nee, ich gucke erstmal die Serie, oder ihr guckt gar nicht mehr weiter, wie ihr möchtet. Gut, dann ist da eine Triggerwarnung natürlich noch zu geben. Es geht um den Mord an einer fast gesamten Familie. Ja, sehr heftiger Tobak, also ein wilder Ritt. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Wir gehen jetzt mal auf diesen Trip und schauen mal, wo die menschlichen Abgründe uns denn so hinführen. Sie führen uns zu dem Thema John Greff versus John Emil List, ne? Ich habe mir überlegt, die Serie fand ich okay. Aber mich hatte viel mehr geflasht. Ich hatte dann geschaut, und als dann der Charakter von diesem John Greff eingeführt wurde, hat es direkt bei mir Klick gemacht und ich dachte, das ist doch schon List. Was ich viel, viel, viel interessanter fand, die Tatsache, als das zum Beispiel jetzt mit den Briefen. Also das hatte mich jetzt nicht so... Also man hat da so ein bisschen zusammengebastelt, ne, wegen dem Spannungsbogen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Also hier und da gab es für mich schon bessere Thriller oder Psychoserien oder dergleichen. Aber gut, das kann jeder selber beurteilen. War ganz okay. Ich habe es mir angeguckt, war unterhaltsam. Aber wie gesagt, für mich hätte jetzt, wurde halt das Konstrukt dann noch so ein bisschen zusammengeschustert, weil die richtige Geschichte ist eigentlich jetzt nicht so der Kracher. Also da gab es keine Toten oder jeglicher Art. Aber gut, wir kommen jetzt zu dem richtigen John Emil List. John Emil List ist am 17. September 1925 in Bay City, Michigan, als Einzelkind von, tada, wie könnte es anders sein, natürlich, was ist denn hier los, von John Frederick List. Ich bin jetzt aus dem Konzept, weil hier ist die Kleine. Was ist denn los? Ja, man muss ja auch. Gracie, Gracie, ja, ja, so, deswegen bin ich manchmal aus dem Konzept, wenn die dann so rumwuseln, nicht wundern, oder, ich stock dann so, ne, ja gut, ihr wisst ja dann Bescheid, ne, aber ich werde professioneller, jetzt ist sie weg, so, aber jetzt, ich beginne nochmals, ist von John Friedrich List und Alma Maria Barbara Florenz, geborene Hubinger, zur Welt gekommen. Ja, die Eltern hatten deutsche Abstammung und waren auch Lutheraner. Ich blende euch hier auch mal ein, was das bedeutet. Das ist so eine Glaubensrichtung halt, ne?
Der Vater ist dann 1944 gestorben, 7 Jahre bevor auch er quasi geheiratet hat, der John List. Also die Mutter war da schon alleine und war dementsprechend, es war das einzigste Kind, war ja auch sehr so auf die Mutter fokussiert. Die war auch ein bisschen herrisch und hat sich natürlich drum gekümmert, wie das so als guter Sohn ist, der sonntags dann auch noch selber an den Sonntagen unterrichtete er dann noch im Gottesdienst, ne? Aber davon nicht genug. Der wurde nämlich noch einberufen. 1943 musste er seinem Land bis 1946 dienen in der Army. Nach der Entlassung ging er zur Uni und wurde Buchhalter, was sehr zu seiner genauen Art und Weise passte. Also er war sehr akribisch und das Ganze und Zahlen. Die sind ein bisschen so emotionslos und er kam damit halt besser klar. Mit so zwischenmenschlichen Sachen, so Berufen hätte er nicht so viel anfangen können. Also das war schon so sein Ding, im Büro sitzen und sich nur um die klaren Fakten, Zahlen kümmern. So, er wurde erneut einberufen 1950, um im Koreakrieg seinen Dienst zu absolvieren und wurde in Virginia stationiert. Dort hat er auch seine zukünftige Ehefrau Helen Morris Tyler, die Witwe eines im Krieg gefallenen Soldaten, die auch noch eine Tochter hatte, die hieß Brenda. Die hat er dann am 1. Dezember 1951 in Baltimore, Maryland, auch geheiratet. Anmerken möchte ich dabei, dass er auch getäuscht wurde. Also er wurde quasi zu ihr genötigt. Sie hat ihm vorgespielt, sie ist schwanger, und als gute Lutheraner hat er natürlich sofort das Aufgebot bestellt, ne? Dazu muss man sagen, das hat sie auch taktisch gemacht, weil was sie ihm auch nicht gesagt hat, sie ist an Syphilis erkrankt gewesen. Und damals war es wohl so, wenn man heiraten wollte, dann musste man auch so ein Gesundheitszeugnis quasi darbringen. Und da sie schwanger war, hatte man das von ihr gar nicht verlangt, angeblich schwanger. Das hat sie halt angegeben. Und surprise, surprise, sie war nicht schwanger, aber er war schon verheiratet mit ihr, ne? Also der Drops war schon gelutscht, auf gut Deutsch. Da konnte er nichts mehr machen. Das Kind war in den Brunnen gefallen. Gut. Jetzt war er in der Situation gefangen, auf gut Deutsch, ne? Aber nichtsdestotrotz hat sich keine Zeit gelassen und sie bekamen dann in der gemeinsamen Ehezeit noch 3 Kinder. 1952 zog die Familie dann nach Detroit, wo er eine Anstellung als Buchhalter bei einem Unternehmen bekam. Danach sind die dann nach Kalamazoo in Michigan, wo dann auch die 3 Kinder geboren wurden, und zwar die Tochter Patricia, der Sohn John Junior, und Frederick, der nach seinem Opa John Frederick List benannt ist. Kennt ihr ja, in Amerika ist das ja ganz, ganz in, dass man dann so hingeht und den Namen vom Opa und Junior und Senior und dergleichen wird ja hier nicht so gehypt oder gemacht. Ist ja auch eine schöne Geste, man trägt den Namen weiter, man ehrt den Toten und sagt, ich nenne das jetzt nach meinem toten Bruder. Manchmal kommt das ja auch noch vor. Aber da sind die in Amerika halt so ein bisschen mehr drauf fokussiert, wie jetzt so in Deutschland. Oder zumindest, ich weiß nicht, gebt mir eure Meinung. Oder seid ihr vielleicht nach einem Verwandten benannt worden, der jemand anderes was sehr bedeutet hat? Oder gibt es in anderen Ländern auch das? Habt ihr andere Kulturen und da wird das auch so betrieben, als nochmal, ja, weitertragen. Ne Person ehren und den Namen weitertragen, so sag ich's mal, genau. So, 1959 wurde List zum Oberaufseher bei der Arbeit befördert. Und 1960 ging es dann nach Rochester, New York, wo er bei Xerox anfing. Und zwischenzeitlich wurde er auch dort Abteilungsleiter. Eins muss man dazu sagen, er hat sich immer sehr schnell hochgearbeitet, ne? Weil allerdings, er hat ja auch die Stellen gewechselt, allerdings ist es so, dass er immer als unangenehme Person wahrgenommen wurde auf der Arbeit. Halt so ein bisschen Sonderling, mit dem will man nicht unbedingt zu tun haben. War natürlich halt auch gut, weil in der Chefposition brauchst du ja so eine gewisse Distanz. Aber auf lange Sicht fehlte ihm die menschliche Ebene. Aber jetzt, dass man so dachte, da ist was nicht in Ordnung, das war nicht. Er war ja verheiratet, hatte 3 Kinder und wurde dann 5 Jahre später sogar Vizepräsident in einer Bank in New Jersey City. Jetzt kommen wir wieder Watcher versus List, ne? Mit seiner Familie und der Mutter, der Tochter, die Tochter aus erster Ehe, die lebte schon gar nicht mehr bei denen, die war schon ausgezogen, die war schon älter, hatte ihre eigene Familie. Zogen die dann in diese viktorianische Villa, die auch noch den Namen Breeze Knox trug. Cool, ne? Irgendwie, ich wohne in Breeze Knox. Ich wohne im Crime Castle.
Das ist ja schon lustig, ne? Früher war das ja so. Da haben die sich da ihren Prachtbau. Ich sage nur Bundestag. Neuer Bundestag. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Aber gut. Wenn er könnte, würde er wahrscheinlich auch noch Scholz Castle oder Scholz Potenzverlängerung. Ich habe keine Ahnung. Also gebt das Geld mal lieber woanders aus. Auf jeden Fall. Aber mein anderes Format ist besser geeignet. So. Reese Knox, die Villa, die lag in Westfield, New Jersey, in der Hillside Avenue, hatte 19 unglaubliche Zimmer. Das war ein richtiger Prachtbau. Beide Häuser, die der Serie und die der List, sind zwar in der gleichen Stadt, wobei auch das echte Haus, also vom Watcher, da gab es jetzt so einen Bericht, das mit Briefen tyrannisiert wurde, auch nicht so groß war. Also überhaupt nicht. Und zudem, die sind da auch nie eingezogen. Also das heißt, die haben diese Briefe bekommen und die waren schon so abschreckend, dass sie während der Renovierungsarbeiten kamen, die Briefe, und dann haben die sich entschlossen, gar nicht da einzuziehen. Was stimmt ist, die DNA war weiblich an den Briefen. Es ist auch nie jemand gefunden worden, der die Briefe abgeschickt hat. Und die neuen Besitzer haben auch keine Briefe mehr erhalten. Dafür haben sie jetzt viel Besuch. Sehr viel Besuch. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Die Leute, die sind ja sowas von. Also ich sag ja, ich lese ja nach und im Moment haben die richtig Spaß in dem Ort. Weil dieses richtige Haus, das wird belagert und du fotografieren das, die parken die Straßen zu. Könnt ihr ja mal schauen auf YouTube. Gibt's auch einen Bericht. Ist in Englisch, aber ganz cool. Da beschweren sich die Anwohner, dass zu wenig Polizei da ist und überhaupt. Und wenn man die Leute dann anspricht, dann heißt es, ist creepy, ist cool und man möchte da mal gewesen sein. Dabei ist da gar nichts passiert. Also sie glauben wirklich eins zu eins, wie in der Serie ist dann Mord passiert und die wurden da tyrannisiert und die armen Leute tun mir echt leid. Der hätte Netflix das so ein bisschen mehr klarstellen können. Die haben da wirklich jetzt ein Fass aufgemacht und die haben da Highlife und Party jeden Tag und da werden Selfies gemacht, ne? Die armen Leute, es tut mir leid für euch. Echt. Ich hätte auch keinen Bock drauf, ne? Da bist du noch nicht mal ein Star, kriegst kein Geld für die Serie und wirst belagert ohne Ende, ne? Da könnte Netflix ja mal was springen lassen für euch, ne? Irgendwie so essen gehen oder einen schönen Urlaub, um sich zu erholen von der Belagerung. Aber wahrscheinlich werden die es nicht tun, ne? Weil ja, das meiste so fiktiv angelehnt ist, ne? Ja, wie gesagt, die sind da nie eingezogen, die haben das Haus verkauft und da wohnen jetzt andere Leute. Bei Interesse, könnt ihr ja mal schauen. Dann schaut euch den Bericht einfach mal an. Aber by the way, so ein großes Haus hätte ich gar keinen Bock drauf. Da brauchst du ja Personal ohne Ende. Wer soll das denn putzen? 19 Zimmer. 19 Zimmer. Leute, nee. Kannst du mir schenken, würde ich nicht haben wollen. Und dann noch im viktorianischen Stil, ne? Ich konnte auch nicht in Erfahrung bringen, ob da wirklich ein Essensaufzug war. Leider nicht, weil das ja fiktiv ist in Wirklichkeit. Also wenn, hätte John List eher einen gehabt, aber nicht jetzt so die wirkliche Watcher-Familie. Also das Haus war ja gar nicht so groß, genau. Aber jetzt kommt die nächste Gemeinsamkeit und zwar die Spannungen in der Familie waren schon so da, also bei John List. Weil man muss dazu sagen, dass seine Frau nicht nur Syphilis hat. Er hat auch später im Gerichtsprozess gesagt, sie war eine schöne Frau und hat sich dann im Nachhinein immer schlimmer wurde es, weil sie hat ja diese Syphilis, die von denen er nichts wusste. Die machte auch viele körperliche Schäden. Zum einen konnte sie auch auf einem Auge nicht mehr richtig gucken. Als ob das nicht schlimm genug war, hat sie halt ihren Frust oder wie gesagt auch ihr Leben dann noch mit Alkohol betäubt. Also sie war starke Alkoholikerin, hat auch ich sag mal, keine Gelegenheit ausgelassen, um den John zu demütigen im Bereich seiner Bettqualitäten oder überhaupt. Und dementsprechend hatte er es nicht ganz gut da. Also es war ziemlich peinlich. Das mag ein Grund sein, warum die Familie auch eher isoliert für sich lebte. Zudem dann noch diese Übermacht der eigenen Mutter im Haus, die wahrscheinlich auch noch immer das Zepter an sich reißen wollte, war nicht so dolle. Also die Spannung gab es zwar jetzt nicht bei der Watcher-Familie, aber das ist so bei John Graff übernommen worden. Das ist schon so richtig. Also, dass es da Spannung gab, wie das so dargestellt wurde, das entspricht so der Wahrheit. Ebenso, dass die Tochter in der Pubertät war. Jetzt hat sie sich nicht mit dem Lehrer eingelassen, wie es da dargestellt wurde. Sie hatte halt den Wunsch, Schauspielerin zu werden und der Lehrer wurde auch nicht umgebracht.
Und war halt immer mehr, dass sie dann auch so nach Jungs schaute und Musik mochte. Und für einen Lutheraner ging das ja gar nicht. Berufsschauspielerin und nein, das Sündenfuhl und was ist mit dem Kind denn nur los? Und ja, als ob das nicht schlimm genug wurde. Die anderen beiden Jungs, die waren wohl soweit okay für ihn. Als ob das nicht schlimm genug wurde, hat er natürlich auch noch seine Anstellung verloren. Das ist genau wie bei Roger auch so gewesen. Er ist dann auch jeden Tag zur Arbeit gefahren, hat sich dann am Bahnhof rumgetrieben. Zwischenzeitlich hat er wohl mal auch eine Stelle gehabt und aber das war dann auch nichts und war natürlich verzweifelt, saß da rum, hat sein Gesicht verloren im Endeffekt und versuchte diese Fassade aufrechtzuerhalten, indem er dann halt immer noch das gesamte Geld der Mutter nahm, um das so ein bisschen zu vertuschen, dass die eigentlich pleite sind. Natürlich kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo das nicht mehr geht. Aber wichtig ist halt, der fiktive John, der wurde ja in den Wahnsinn getrieben durch die Briefe, die vom vorigen Watcher kamen. Der richtige John List, der hat keine Briefe bekommen. Also bei ihm schlummerte der Wahnsinn schon immer so unter der Oberfläche und es ist halt eines zum anderen gekommen. Mag's die Erziehung sein, sein Glaube, der Verlust der Arbeit und überhaupt die generelle Situation, dass er sich befreien wollte, konnte es aber aus Glaubensgründen vielleicht auch gar nicht. Und er war halt ziemlich verzweifelt. Also da gab's jetzt nichts, dass er dann später das Haus noch belagert oder halt irgendwie beobachtet hat, dementsprechend war da nichts. Nein. Also. Ja. Also ihm war halt bewusst, dass es, also, dass das Geld der Mutter auch dann irgendwann nicht mehr da war. Also fasste er den Plan, die Familie selbstloserweise persönlich auszulöschen, um ihnen dann halt auch die Sünde zu ersparen, die Schande. Und er selber hat sich aber nicht mit eingeplant, weil Selbstmörder, die kommen ja auch nicht in den Himmel. Deswegen hat er gedacht, nö, also ja, die sollen schon warten auf mich, ne? Also ja, können ja schon mal alles vorbereiten, bis Vater kommt. Ein bisschen Sarkasmus muss ja auch so ein bisschen erlaubt sein. Die Tat, so wie er veranlagt war, ist er ja so vorgegangen, dass er alles akribisch geplant hat. Ich sag mal, Waffen musste er sich nicht besorgen. Dadurch, dass sein Vater verstorben war, war er im Besitz der Waffe des Vaters. Und er hatte ja auch noch seine eigene Waffe, die blende ich gerade auch ein. Das sind die Modelle. Oh, schlag mich tot. Also ich kenne mich mit Waffen nicht so aus, aber ich dachte, symbolisch zeige ich mal. Bei Wikipedia könnt ihr genau nachlesen, wenn euch dann auch weitergehend was zu den Waffen interessiert. Er sagte dann auch in der Schule Bescheid, dass er mit der Familie zu einer kranken Verwandten reisen musste. Das stimmte auch. Die Großmutter war zu der Zeit wirklich krank. Und die kann froh sein, dass sie die Familie nicht besucht hat, weil er im Gerichtsprozess später gesagt hat, das wäre sie da gewesen, sie das sechste Opfer wäre. Gut, hat sie Glück gehabt, ne? Auch, dass die Tochter Brenda die nicht besuchen gekommen ist. Ich konnte auch viel mehr nicht über die so in Erfahrung bringen, über die Brenda. Also von daher, dann bestellte er Milch und Zeitung ab. Damals, ja cool, ne? Früher wurde noch so Milch geliefert und der Zeitungsjunge, der hat dann die Zeitung da hingeschmissen und die Milchflaschen wurden abgeholt. Naja, heutzutage, ne? Aber es ist auch so ein amerikanisches Ding. Ich glaube, hier gab es das gar nicht so. Da sagte er noch halt in der Kirche Bescheid. Und dann kommen wir jetzt zur Tat. Am 9. November, also heute vor 51 Jahren, 1971 war es soweit. Da hat er seinen Plan dann in die Tat umgesetzt. Und das in einer Gelassenheit, die einen wirklich sprachlos macht. Während die Kinder in der Schule waren, schoss er seiner Frau Helen, 46 Jahre alt, in den Hinterkopf und ging dann hoch zu seiner Mutter und er schoss auch diese oben. Die wohnte komischerweise oben. Jetzt überlegt mal, eine 84-jährige Frau muss immer noch die Treppen runterschlurren. Also, ja. Was sagt man dazu? Einziehen lassen, ne? Aber Hauptsache, die Rente kommt. Ja, komisch, ne? Also ich weiß, sie hat unten gewohnt bei mir. Aber gut, das sind so Sachen, ne? Das sind so persönliche Meinungen. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt. Dann kamen die ältesten Kinder aus der Schule, Patricia 16 und Friederik 13. Und bei beiden gab es dann anstatt das Mittagessen, gab es dann halt nur, ja. Ihr kennt ja Sarkasmus von mir. Also ich hoffe, das ist okay. Es gab nur Kopfschüsse. Also kein Mittagessen hat gewartet, nur der Vater mit der Waffe in der Hand und
hat er seine Kinder erschossen. Also in der Ruhe. Tja, und dann nach der ganzen Plackerei war der John dann ziemlich hungrig, ne? Hat sich dann in der Seelenruhe noch ein Sandwich gemacht. Hat sich wahrscheinlich nur auf die Schulter geklopft und gesagt, das hast du gut gemacht, ne? Deine Familie ist in Sicherheit, da kann nichts mehr passieren. Ja, tut mir leid, also man versucht ja sich da rein zu versetzen, wie denkt so ein Mensch, ne? Ja, schön ruhig das Sandwich gegessen, seine Arbeit begutachtet und da kommen wir zum Watcher. Da gab es ja ein Element, mit dem wurde im Watcher gespielt, wo er sich in der Küche das Sandwich macht. Und das war halt so, ja, auch mit eingebaut. Ich weiß nicht, ob sie dann auch die Leute ansprechen wollten, die den Fall kennen, weil der ist sehr berühmt in Amerika. Also genauso berühmt wie das Lindbergh-Baby, weil er halt 18 Jahre entkommen konnte, ohne gefasst zu werden. Also dementsprechend, vielleicht war es auch deswegen so als Sarkasmus oder als Spannungskurve oder irgendwo da eingebaut, aber eher dann für die amerikanischen Zuschauer, die den Fall sofort erkannt haben. Kann natürlich sein. Ja, nachdem er dann satt war, ist er dann erstmal zur Bank gefahren, hat das letzte Geld der Mutter abgeholt, seines, und hat dann beide Konten schließen lassen. Dann ist er weitergefahren zu seinem 15-jährigen alten Sohn, um ihm beim Fußball zuzusehen und ist dann mit ihm halt nach Hause gefahren. Er war auch derjenige, der sich am meisten gewehrt hat. Bei ihm war es nicht nur dann ein Kopfschuss, sondern er hat wohl mehrfach auf ihn schießen müssen. In einem Gerangel auch so ein bisschen. Und als dann halt die Tat vollbracht war, schleifte er dann seine Familie in den Ballsaal. Ja, die Villa war so groß, die hat den Ballsaal. Und hat die dann so auf Schlafsäcken so aufgereiht in dem einen Raum. Die Mutter, die war viel zu schwer, also war es ihm nicht möglich, sie die Treppen runterzukriegen und hat sie dann oben in ihrem Zimmer belassen. Jetzt hat er sich dann noch in Ruhe hingesetzt, hat einen Abschiedsbrief bzw. ein Geständnis geschrieben oder vielmehr einen Brief an den Pfarrer, der war 5 Seiten lang. Darin hat er dann auch nochmal begründet, er sagte so grob, dass er die Familie getötet habe, er sah zu viel Böses in der Welt und habe halt die Seelen der Familie retten wollen. Was für ein selbstloser Lutheraner. Hat er wirklich gedacht, dass der Pfarrer sagt, Junge, ja, das kann ich nachvollziehen. Oder ob er Absolution wollte, man kann es nicht nachvollziehen, ne? Und wie gesagt, er konnte ja selber nicht sich umbringen, weil selbst Mörder, die kommen ja nicht in den Himmel, ne? Dementsprechend, ja. Danach hat er das Haus noch gereinigt, schaltete die Temperatur runter und ließ dann die ganze Zeit so einen religiösen Kirchensender laufen, ne? Um den Anschein zu erwecken, dass so alles okay ist. So, jetzt verlassen wir den Watcher, weil ab jetzt geht's nur noch um Emil List. Genau. Aber ich denke, heutzutage könnte sowas schwer funktionieren, ne? So Social Media oder so. Also, ich glaube nicht. Heutzutage ging sowas nicht. Aber hinter verschlossenen Türen passieren Verbrechen. Und vielleicht ging es ja doch, wenn die Leute genug isoliert sind wie die. Das war nämlich da auch das Thema. Dass die so spät gefunden wurden, war halt das Auffinden der Familie, war erst am 7. Dezember, ja, 7. Dezember 1971, so viel Vorsprung hatte der John List. Das wurde fast einen ganzen Monat nicht entdeckt, weil die halt so ein bisschen zurückgezogen lebten, aber irgendwann dachten die Nachbarn auch, was lassen die das Licht immer brennen, immer die Musik? Und dann wird wahrscheinlich irgendjemand neugierig geworden sein. Auf jeden Fall wurde festgestellt, dass die Birnen immer weiter durchbrannten. Wahrscheinlich war ja auch keine Interaktion mit raus und rein gehen. Und dann hat man halt dann doch sich entschlossen, die Polizei zu rufen. Die Polizei kam dann durch ein Kellerfenster rein im Haus. Und was soll ich sagen? Das, was denen sich da für einen Anblick geboten hat, ich glaube, den haben die in ihrem Leben auch nicht vergessen. Sie haben dann natürlich auf die tote Familie List sind die gestoßen. Blutbad kann man nicht sagen, er hat ja noch sauber gemacht und hat es dann irgendwie platziert, ne? Ja. Jetzt musste man natürlich schauen, dass man sich auf die Suche machte nach ihm. Da gab es auch noch ein Problem, weil der List, der war ja sehr, sehr listig. Der John List war listig und hat die gesamten Bilder von sich entfernt, dass man gar kein Fahndungsfoto hatte. Man hatte noch ein älteres Bild von ihm, das konnte man dann nehmen. Aber er hatte ja auch so ein Allerweltstyp war das ja. Und er hatte den Vorsprung. Seinen Wagen hat er an dem Flughafen abgestellt. Ist aber nicht mit dem Flugzeug geflogen, also es konnte nichts nachgewiesen werden.
Ich denke mal, der hat das pseudomäßig da einfach nur geparkt, um eine falsche Fährte zu legen, ne? Genau. Die Leiche dann von der Alma, die wurde nach Frankenmuth in Michigan geflogen. Und zudem muss ich sagen, die Brenda tut mir wirklich leid. Deswegen fast die Auslöschung der ganzen Familie. Sie ist ja dann als einziges übergeblieben mit der Großmutter, musste für die Beerdigung sorgen. Ihr seht ja auch die eingeblendeten Bilder. Ich habe ja die Gräber ausfindig gemacht oder wie man das ihr das seht. Ja, die während jetzt Helen, Patricia, John und Frederick auf dem Fairview Cemetery gemeinsam bestattet wurden in einem Grab, dass sie wenigstens zusammen sind, sind ja auch zusammen getötet worden, also in einem Familiengrab. Jetzt kommt noch was, das Haus wollte danach natürlich keiner haben, war ja klar. Und dieses Haus wurde 9 Monate später durch Brandstiftung unbewohnbar gemacht. Wer es jetzt war, vielleicht sind da jetzt so weit, ob der John doch das Haus abgefackelt hat, glaube ich eher nicht. Ich denke mal, vielleicht entweder ja Rowdies oder vielleicht der eigene Besitzer, weil er es nicht mehr verkauft, der oder vermietet bekommen hat. Man weiß es nicht. Oder hat es die Tochter geerbt, weil ich denke ja mal, ich weiß jetzt nicht, ob er es gekauft hat oder gemietet. Es bleibt halt ein Rätsel. Das Haus wurde dann 1974 abgerissen. Und dort, wo die Villa Breeze Knox einst stand, wurde jetzt auch ein neues Haus dann hingesetzt. Genau. Zurück zu John. Der war jetzt mit dem Zug nach der Tat von New Jersey nach Michigan gereist. Das konnte man wohl alles später im Nachhinein nachvollziehen. Danach ging er nach Colorado, wo er sich in Denver niederließ. 1972 war das. Und den Namen in Robert Bob Clark änderte. Den hat er sich wohl von so einem College-Kollegen abgecovert, den Namen. Aber lustigerweise, als man den dann drauf angesprochen hat, diesen Robert Peter Bob Clark, sagte der, ich kenne den ja nicht. Ich weiß gar nicht warum. Wir waren nie befreundet oder so. Also keine Ahnung. Also was ihn geritten hat, hat er auch nie begründet. List arbeitete in der Zeit bis zur Festnahme ganz normal. Der hatte auch unglaublicherweise nochmal geheiratet. Und zwar im Jahr 1985, die Dolores Miller Clark. Die ist natürlich aus allen Wolken gefallen, als das dann rauskam und konnte es gar nicht glauben. Also sie hat ihn immer als einen guten Ehemann beschrieben, dass sie ihn auch liebt. Und er hatte ihr auch erzählt, er war verheiratet, seine Frau ist an Krebs gestorben, Kinder gab es nicht durch die Krankheit der Frau. Und sie hatte ihn als wirklich treuen Lutheraner in Erinnerung, sehr, sehr, sehr fürsorglich. Und er ist immer arbeiten gegangen als einen sehr, sehr guten Menschen. Die ließ sich 1989 aber natürlich verständlicherweise von ihm scheiden. Hätte ich ja natürlich auch gemacht. Also es gibt Dinge, die kann man nicht verzeihen. Also das. Da ist auch so ein bisschen, da kann man noch mal so ein bisschen sagen zu, dass das so ein bisschen an Stepfather. Ich weiß nicht, wer einen Horrorfilm Stepfather kennt. Da gibt es etliche Teile. Das ist ja auch so, als ihm die Familie nicht mehr so in den moralischen Kompass passte, hat der Stepfather aus dem Film ja auch die ausgelöscht und hat sich eine neue Familie gesucht. Im Endeffekt hat er das natürlich auch so getan. Er hat sich ein neues Leben aufgebaut, er war leider jetzt schon zu alt. Wahrscheinlich und wollte das auch wahrscheinlich gar nicht mehr, keine Ahnung, aber er hat sich halt nur eine neue Ehefrau und keine neuen Kinder gesucht. Hätte aber auch passieren können, wer weiß, ne? Eine Witwe mit Kindern, man weiß es nicht, ne? Ja, aber wie kam es zur Verhaftung? Und zwar muss man da sagen, das war der unermüdliche Wille der Beamten, die jedes Jahr wirklich an die Tat erinnert haben, immer wieder nach ihm gesucht haben und wollten den Fall unbedingt aufklären. Die haben das immer, immer wieder in Retour gelegt und gesagt, der Mann, der darf nicht entkommen, ne? Das Problem ist ja auch, der hat ja auch so ein Allerweltsgesicht, ne, und fiel nicht auf. Das war ja schon damals das Problem mit dem Bild. Aber dann kam der Auftakt einer neuen Ära. Eine Sendung wurde aufgelegt und zwar American Most Wanted ging an den Start. Bei uns ist das Aktenzeichen XY und man konnte die Macher der Sendung überzeugen, diesen Fall, der ja sehr alt war, ins Programm zu nehmen. Ich glaube, dass sie hatten so ein paar Monate Vorlaufzeit, ne? Also von daher. Der Moderator John Walsh war sofort an Bord, weil sein eigener Sohn, das war der Adam Walsh, geboren am 14. November 1984, der wurde selber Opfer einer Straftat am 27. Juli 1981, ne?
Und ihm lagen dann halt diese Taten sehr am Herzen. Aber ich werde extra nochmal als Ergänzung jetzt auch zu The Watcher, weil das sehr interessant ist, was das noch so für verschiedene Abzweigungen nimmt, ne? Warum dieser und jener Mensch involviert war, noch interessanter als jetzt in der Serie. Also werde ich auch nochmal auf den Tod von dem Sohn von dem John Walsh, das war auch sehr schrecklich der Fall, eingehen. Und auf diesen Mann, der auch wirklich sehr, ja, gestandene Größe in Amerika ist und wie gesagt, so ist das Pardon zu XY bei uns halt so, ne? Er hat dann noch jemand anderen auf den Plan geholt. Ihm war halt durch die Arbeit noch ein Meister seines Fachs, den Bildhauer bzw. den forensischen Künstler Frank Bender bekannt, der sich quasi, der nahm sich der Rekonstruktion, was man heute im Computerprogramm machen würde durch Berechnung, hat er wirklich mit seiner Händenarbeit getan, Händenkunst. Also er hat dann halt Büsten angefertigt. Das war jetzt entweder von Leuten, die untergetaucht waren, wie die jetzt noch aussehen könnten. Oder es bezog sich darauf halt, dass Leichen gefunden wurden und er halt nur die Knochen hatte und er wollte halt dann von dem Schädel rekonstruieren, wie das Opfer ausgesehen haben könnte. Also er war da sehr akribisch, er war nicht nur Bildhauer, er war auch wirklich so, dass er sich dann in die Person hineinversetzen wollte. Also ganz toller Mann, also ja. Denn ich bin ja auch durch Medical Detectives, also daher kannte ich den Fall, da wurde das dann noch ausgiebig quasi, eine ganze Folge wurde quasi dem John Listern, so eine halbe Folge gewidmet, wo man dann auf die Thematik einging, weil da in Medical Detectives geht es ja darum, dass die Medizin oder die Forensik, die so weit voranschreitet, das noch möglich gemacht hat, nach 18 Jahren diese Festnahme vollziehen zu können. Genau. Und er hat sich dann mit Hilfe von Beratern, Psychologen zusammengesetzt und hat sich genauestens überlegt, wie müsste John aussehen. Natürlich durch die Schuld hatte er gesagt, müsste er runterhängende Mundwinkel haben. Dann hat er gesagt, er wird eine besondere Brille tragen, um seine Inkompetenz und sein Versager-Image zu verschleiern. Er hat sich mehrere hundert Modelle angesehen und hat dann eines ausgewählt und man hat dann der Büste auch noch, wie ihr seht, einen Anzug verpasst. So hat man sich vorgestellt, wie der John jetzt so rumlaufen könnte. Und ihr werdet es sehen, es ist unglaublich. Dieser Mann, der hat auch noch die passende Brille rausgesucht. John List hat bei der Verhaftung hat er die gleiche Brille getragen, die dieser Bildhauer aus Hunderten von Modellen ausgesucht hat. So sehr ist er in diese Materie gegangen und so, also ihr seht es ja, so ähnlich sah die Büste dem wirklichen John List. Das ist Wahnsinn. Die Sendung ging dann an den Start, wurde ausgestrahlt und es erkannten sofort Mutter und Tochter einen ehemaligen Nachbarn in dem Bericht. Die haben sich dann sofort bei American Most Wanted gemeldet. So konnte man dann John nach unglaublich 18 Jahren später auf der Arbeit dingfest machen. Er wurde dann halt da fuhr dann halt jemand hin, also einer der Beamten, die ihn festnehmen wollte und sprach ihn darauf an. Und er hat aber abgestritten, John List zu sein. Das hat ihm aber nicht geholfen. Er wurde natürlich zapzerab mitgenommen. Ne? Ich sag mal, ich erspare euch die ganzen Rechtfertigungen von ihm und die ganzen Aussagen. Also, da müssen wir nicht drüber reden. Also, was er sich da zusammenzimmert, warum er es gemacht hat. Es war nur so, dass John psychiatrische Betreuung bekommen hat und der hat halt festgestellt, dass er eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hatte. Gebracht hat es ihm trotzdem nichts, ne? Also er wurde dann zu 5-mal lebenslang 1990 verurteilt und starb 2008 im Alter von 82 Jahren. So, was ist jetzt die Bilanz? Die Figur wurde sehr nah an John List angelehnt, sag ich mal. Aber im Endeffekt wisst ihr ja jetzt, wie viel Wahrheit da drin steckt oder nicht, ne? Zudem könnt ihr euch, wie gesagt, nochmal Medical Detectives anschauen, wenn ihr wollt, ne? Was ich leider nicht herausfinden konnte, war halt, wie es der überlebenden Tochter erging. Oder ob die zweite Ehefrau Dolores sich nochmal geäußert hat, habe ich leider nicht gefunden und wie es der geht. Lasst es mich wissen, wäre großartig, wenn ihr da noch irgendwie was herausgefunden habt oder dergleichen, ne?
Und ja, wäre halt schön gewesen, noch mal ein bisschen was berichten zu können, wie es denen ergangen ist nach all den Verlusten in ihrem Leben. So, jetzt zum Schluss möchte ich noch mal anmerken, dass es nicht nur um den Todestag geht, also dieser Straftat, den 8. November 1971 will ich nicht nur gedenken, wobei lasst uns jetzt heute gemeinsam auch mal der toten Familie List gedenken und seid immer schön wachsam, wenn Streit in der Familie ist. Aber ja, leider kann man ja vorher nicht in die Köpfe der Menschen schauen. Ne? Aber es gab schon genug Taten, auch aus Verzweiflung hier in Deutschland, wo ein ganzer Familienvater die Familie umgebracht hat. Werde ich auch mal eine Sendung zu machen, dass das gar nicht einmal so selten ist, um egoistischerweise sich nicht selber aus der Situation zu holen, sondern die anderen dann noch mitzunehmen. Der Journalist, der hat ja ein bisschen mehr an seinem Leben gehangen, der hat gesagt, nee, nee, Selbstmörder kommen nicht in den Himmel, die warten mal, ich komme ja auch noch nach, ne? Gut. Wie gesagt, ich hatte ja vor, noch Sonderausgaben zu machen in Bezug auf John Walsh und dann natürlich auch noch über den Frank Bender, weil der war involviert in ganz viele Fälle. Der ist leider schon, also dem widme ich zusätzlich diese Folge. Das ist ein Mann ohne dessen Handwerkskunst, der ist jetzt leider verstorben, schon, der ist nur 70 Jahre alt geworden, wären halt viele Aufklärungen nicht möglich gewesen. Ne? Deswegen möchte ich eine Sonderausgabe darüber machen, bei wie vielen Mordfällen er mitgewirkt hat, also die bekanntesten. Ansonsten gebt mir eure Meinung zu der Serie und den Fall. Wir, die Crime Cats, freuen uns darauf, eure Kommentare zu hören. Lasst uns ein Abo da, bleibt gesund und ich hoffe, die Sonderfolge hat euch gefallen. Wir sehen uns am Freitag um 22 Uhr. Da werde ich dann erstmal partout machen von Menschen, die auf der Couch einfach sterben gelassen wurden. Da geht's dann erstmal nach England. Und dann habe ich mich entschlossen, den Fall in Deutschland in einer Extra-Folge zu bringen, weil ich finde, irgendwie jeder hat seine eigene Folge verdient. Also jeder Fall, jedes Opfer. Ich möchte da nicht zusammenpressen müssen. Dann lieber eine kurze Folge nur. So, wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, bleibt gesund, schaltet wieder ein. Wir haben eine feste Verabredung am Freitag um 22 Uhr. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Schnurrige Grüße von euren Crime Cats. Okay, macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund und uns treu. Tschüss.